Hallo und herzlich willkommen zu Display, die Abschlusspräsentation 2021 des Games Masters an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Mein Name ist Luis und ich begleite euch heute Abend durch diesen Stream. Der Games Master, was ist das? Es ist ein interdisziplinärer Masterstudiengang, in dem es um die Entwicklung und Erforschung von Videospielen geht. Nach einer Pause im vergangenen Jahr wegen Corona werden 2021 bei Display über 15 Spieleentwicklungen aus den letzten 12 Monaten vorgestellt. Ihr könnt euch vorstellen, dass einige junge Menschen hart im Homeoffice gearbeitet haben, um ihre Videospielprojekte euch zu präsentieren. Und wir versuchen das Ganze möglichst gut aufzubereiten und ihr seht die Teams teilweise auch selber. Neben den großen Abschlussprojekten, welche die studentischen Teams heute vorstellen, sind zudem auch zahlreiche weitere Seminar- und Forschungsprojekte zu sehen, die hier im Games Lab entstanden sind. Zuallererst möchte ich aber Professor Gunther Rehfeld begrüßen, Mitinitiator des Studiengangs, der euch stellvertretend für das gesamte Games Master Team auf die heutigen Spielepräsentationen einstimmen wird. Ich übergebe hiermit das Wort an Gunther. Vielen Dank, viel Spaß bei Display. Ja, super. Ich heiße alle hier Anwesenden vor dem Bildschirm willkommen zur Masterpräsentation der Abschlussarbeiten. Auch dieses Jahr leider nur online und nicht in geselliger Runde. Und ich stehe auch nicht auf einem Podium, sondern sitze hier vor einer Kamera und auch vor der Veranstaltung an sich, die dann ja live gestreamt wird. Aber man kann danach sich ja nochmal im Game City Hub treffen und ein bisschen reden. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr dann auch wieder live ist und man danach auch wirklich anstoßen kann auf die tollen Arbeiten, die uns jetzt erwarten. Ich wünsche allen vielen Spaß. Enter the Barren Kingdoms, a sandbox adventure game made to awaken your creativity and curiosity. In this ancient alien world, magic has grown rampant and bends the laws of physics. Your most valuable asset in the game is a device that lets you take control over this magical essence. Revert gravity, or reignite the spark of heat in what once was frozen. Have fun, stay persistent, and become the hand that shapes the world. Die studentischen Teams bestehen meist aus 3 bis 5 Personen, kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen und arbeiten über 3 Semester gemeinsam an den Spielen, oft an diesen Tischen, wo sie entweder gemeinsam ein Spiel entwickeln oder an ihren eigenen Projekten arbeiten. Und wenn ihr die gezeigten Spiele gerne selbst austesten wollt, dann laden wir euch herzlichst in den Game City Online Hub ein, das virtuelle Zuhause der Games-Branche in Hamburg, bereitgestellt durch die Game City Hamburg. Dort sind zeitgleich zu diesem Livestream nicht nur die Spiele zugänglich, sondern sogar die studentischen Teams vor Ort, um sich mit euch auszutauschen und gemeinsam zu feiern. Und wenn ihr ein Publisher seid, ist es natürlich auch praktisch, weil dann könnt ihr dort direkt diese Teams von den Spielen, die euch gefallen haben, direkt anschreiben, fragen, ob sie noch zu haben sind. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß.
Heute wollen wir euch aber nicht nur die großen Abschlussprojekte zeigen. Neben den freien, semesterübergreifenden Spieleentwicklungen kreieren die Studierenden auch in den Seminaren vor allem kleinere Projekte, die ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich bringen. Begrüßen darf ich hierzu Frau Professorin Anke Günther, die den Studierenden in den vergangenen 5 Monaten gezeigt hat, dass Spieleentwicklung weitaus mehr ist als Programmcode in die Tasten zu hauen oder den digitalen Zeichenstift anzuspitzen, sondern wie man zum Beispiel mit Publishern redet, wie man Marketing, PR unter einen Hut bringt und im Team koordiniert. Und ich darf jetzt hiermit das Wort übergeben an Anke. Hallo zusammen. Warum ist der Kurs Game Production so spannend und wichtig? Der ist ganz geil tatsächlich, weil die Studierenden nur eine Woche Zeit haben, sich ein Spielkonzept zu überlegen, eine Woche das weiterzuentwickeln und danach geht es tatsächlich schon in die Spieleentwicklung selbst. Das heißt, mit 2 Wochen Pre-Production ist das Ganze relativ kurz gefasst. Und der spannende Teil hierbei ist, dass die Studierenden sich selbst als Teams formieren mussten, sich eigene Ziele und Meilensteine zu setzen hatten, diese erfüllen mussten, indem sie selbstständig Aufgabenpakete verteilen und auch ihre Zeit und Leistung einplanen. Insofern haben sie hier also tatsächlich die Grundlagen gelernt, wie so ein Projekt nachher geplant werden kann und wie man mit dem Thema Aufwandsschätzung umgeht und eben auch mit der Gleichverteilung an Aufgaben im Team. Das Ganze ging dann so weit, dass mitten in der Entwicklung schon der erste kleine Release erfolgte. Das heißt, die Studierenden haben ihr Spiel im Internet veröffentlicht, um so die ersten Spielenden anzulocken. So haben sie das erste reale Feedback bekommen. Natürlich sind da auch Familie und Freunde wichtig, von daher ein Teil von euch und Ihnen kennt die Spiele vielleicht bereits, um einfach Feedback zu bekommen und herauszufinden, was funktioniert in dem Spiel und was nicht. Mit diesen Erkenntnissen wurden die Spiele weiterentwickelt und der letzte große Punkt für die letzten Wochen dieses Kurses bestand darin, die Spiele richtig aufzupolieren. Diese Phase ist unglaublich entscheidend, um nachher ein sehr rundes und schönes Spiel zu produzieren. Gleichzeitig wird oft der Aufwand für diese Phase unterschätzt. Von daher ist es wichtig, dass die Studierenden hier ihre erste richtige Erfahrung sammeln, wie aufwendig es tatsächlich ist, ein Spiel zu polieren. Ja, und dann schauen wir doch mal, was daraus geworden ist. Thank you.
An der Schnittstelle von wissenschaftlicher und künstlerischer Arbeit bietet der Games Master auch Raum für experimentellere Entwicklungen. Die Zusammenarbeit mit Teams aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen kann dabei genauso im Fokus stehen wie der künstlerische Umgang mit und die kreative Verbindung von Hard- und Software. Endogeny. Das immersive digitale Medium stellt technisch-gestalterische Möglichkeiten zur Verfügung, die weit über das Musikvideo hinausgehen und welche bislang in konventionellen Produktionen kaum genutzt wurden. Im Mittelpunkt der VR-Anwendung Endogeny steht daher nicht nur die virtuelle 3D-Welt als Spielraum, sondern insbesondere auch die Auseinandersetzung mit der räumlichen, auditiven Szene als Aufführungsraum für Musik. Ein Team aus MusikerInnen, GameDesignerInnen und Graphic Artists verbindet hier seine Expertise zu einer surrealen Welt, in der Klang und Musik neu erlebt werden können. Die spanische Grippe, Ebola und derzeit Covid-19. Das Auftreten von Seuchen und Epidemien ist seit jeher Teil unserer Geschichte und wird auch zukünftig eine Bedrohung für unsere globale Gesundheit darstellen. Die gute Nachricht? Verschiedenste Akteure des Gesundheitswesens versuchen gemeinsam, diesen Bedrohungen zu begegnen und ihren Ursachen auf die Spur zu kommen. Detektivarbeit sozusagen. Für das Spiel Eddie, Epidemic Disease Detectives Hamburg, hat ein interdisziplinäres Team aus GesundheitsforscherInnen und SpieleentwicklerInnen ein realitätsnahes Lernszenario entwickelt. Als Epidemic Disease Detectives können Lernende innerhalb einer spielerisch aufbereiteten Fallstudie epidemiologische Grundkenntnisse und Fähigkeiten vertiefen sowie praktisch einsetzen. Marble Run ist ein rasantes, kooperatives und lokales Multiplayer-Spiel, welches mittels alternativer Game-Controller an einer Videowand mit 3x3 Monitoren gespielt wird. Das Spiel ist eine Kombination aus digitalen Inhalten und hardwarebasierten alternativen Controllern. Diese bestehen aus einer Vielzahl modularer Eingabegeräte, welche zwischen den Bildschirmen platziert sind. Während miesepetrige Murmeln eine wirre Murmelbahn durchlaufen, ist eine gute Kommunikation und Koordination unter allen Spielenden erforderlich, um rechtzeitig alle Knöpfe zu drücken, Brücken zu platzieren, Hebel umzulegen und Kabel zu stecken. Nur so kann allen Murmeln die richtige Farbe und Form zugewiesen werden, um wohlbehalten das Ziel zu erreichen. Als nächstes haben die Studierenden des aktuellen Abschlussjahrgangs jetzt die Möglichkeit, ihre Ergebnisse der letzten 12 Monate vorzustellen. Auch dieses Jahr gibt es wieder eine riesige Auswahl an Spielegenres, von Mobile Games über handgezeichnete Puzzle-Plattformer hin zu actionlastigen und sogar melancholischen 3D-Welten, decken die Studierenden ein breites Spektrum an Möglichkeiten ab. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinschauen, lasst euch inspirieren. Hey, we're Team Liquid School, the team behind the action-adventure game Coen. I'm Kira, I did the project management as well as the programming of the main character and some of the enemies. My name is Vincenzo, I'm responsible for level design as well as programming of the enemies and interactable objects. Hi, my name is Linard, I'm a programmer and I created the underlying structure of our game and our shaders as well as building the tools for the level designers and the other programmers. Hi, I'm Lena. I mainly did concepts and assets for the background, and I'm also responsible for the management and coordination of the art team. Hi, my name is Mario. I'm an illustrator. I was responsible for character design, some creature designs, and I also helped with animations and some extra decoration for the levels. Hi, I'm David. I helped out with the art for Corinne. I also did some level design and built up our social media.
Okay, then let's start right into the game. A passing by planet brings with it a dark power, causing horrible mutations to all life. A protection mechanism was bought long ago by visitors from a faraway place. To restore its power, however, one has to use mystical hats to make their way through the visitors' ancient buildings, riddled with traps and monsters. The headmaker of a village, hidden from the rest of the world, and keeper of ancient secrets, entrusts the traveler Kuin with this task and the tea drinker's hat. Yeah, as we learned from the intro, we are going to be playing Kuin, which, by the way, is kind of an anxious person, overwhelmed by the task to having to save the world. And we have to pass through these ruins, which are full of obstacles, like these small mutated plants at the top of the room there. And we can easily move on when we hit them with our staff attack. Now we have another puzzle of the ruins coming up, this small pressure plate, which we can step on and then pass through the door. We can see here a pushable block, and you can probably imagine that the puzzles will get a lot harder later on. And we can use our dash ability to cross past this chasm and move on to the next room, where we are awaited by these small nightmarish creatures clinging to us and slowing us down. In a way, maybe like fear does, and maybe that's intentional, but we can easily shake them off by dashing or moving around a lot and then hit them with our staff attack to continue on. After we defeated all the enemies, we come into the next room. We can already see a door down here and another pressure plate on the right, but unfortunately the pressure plate is too far away to reach the door in time, so we have to search for something else. But here at the top we have another plant and a glass tank which we can destroy to collect some items. These collectibles are hidden in our levels, so only the best player will find them all. Now to activate this pressure plate here, we have to use a hidden block here on the right, which can be pushed again on the pressure plate. Now we can proceed into the next room. Here we are locked up again, and the ranged enemy awaits us. He shoots some dangerous projectiles at us, and we have to be aware that we are not hit by them, because Kuin will build up a panic attack, and if we are hit again in this state, we'll be reset to an earlier stage in the level. Here we can use the tea hat to shoot some burning hot tea projectiles at him, and we need to defeat him to be able to proceed. We can also use the objects in our level, like these broken tanks here, to seek some shelter. We can also see some round circles on the body of the enemy, which indicates with the blinking that the enemy is ready to attack. So we can watch out that we are not hit by the projectiles anymore. After we defeated all the enemies, we can proceed with the next room, which is another protection mechanism of the ruins. This is a puzzle where we have to use our heads to be able to proceed. The goal is here to find a valid path from the beginning to the exit of the puzzle, which is the lower right corner. Here we need to match the symbols on the ground, which are light up, so we are not able to walk on this round symbol, but we need to walk over this triangle shape symbol to be able to build a valid path from the beginning to the exit. If we walk over wrong tiles, we are reset back to the beginning of the puzzle. Here in the next room we see another puzzle of the ruins, which is built up from these crystals, and we can hit them to make the lights at the top of the room light up. And our goal is to light all the lights up, and luckily we know the solution and can pretty quickly solve this puzzle and then move on. In the next room we can either just dash to the exit, or we can collect the collectibles at the lower corner of the room. And as Vincenzo said, only the best can get them all, so we are going to move on. Here we have another enemy of the ruins, which is this close combat enemy, and we can either also engage in close combat with our staff, or we can try to shoot him from afar, but he's pretty quick and it might be easier to hit him from close distance, but we made it and now we can go on. Here we have another hallway, which seems to lead us up to something big. Then we come into a large room, where multiple paths lead away from here, but now it's your turn to explore the ruins further. To do so, you can go to our itch.io page, download the game, and even give us some feedback.
And if you want to get some further background information or updates about our development process, you can follow us on Twitter, Instagram, and even Facebook. Thanks for watching and see ya. Ach, hallo, ich bin Leon und ich zeige euch jetzt unseren Mobile Game Desert Explorer. So, willkommen bei Desert Explorer. Die Steuerung ist einfach. Wir nehmen einfach unseren Finger und ziehen ihn in die Richtung, in die wir uns bewegen möchten. Und um mit Sachen zu interagieren, tippen wir auf sie drauf. Unsere Oma erzählt uns jetzt etwas von der Welt, dass hier ein Fluch passiert ist. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, das Dorf wieder nach und nach aufzubauen. Und dafür machen wir Jobs. Bei dem Jobboard haben wir unten einen großen Deliver-Button. Den benutzen wir, um Jobs abzugeben und bekommen dafür Gold. Und oben links können wir Jobs randomisieren, was uns auch Gold kostet. Genau, jetzt haben wir hier noch einen Job, den wir abgeben können und sehen jetzt, aha, für diesen Job brauchen wir ein paar Knochen. Und jetzt müssen wir diese Knochen in der Welt suchen. Dann machen wir jetzt mal auf die Suche. Ihr seht, es gibt Mumien, das sind die Gegner. Unser Combat ist ganz einfach. Die Regel ist, man kann entweder schießen oder laufen. Und deswegen müssen wir still stehen bleiben, um zu schießen. Und sammeln jetzt aber auch schon ein paar Knochen ein. Jetzt, wo wir die Knochen haben, können wir ganz einfach den Job abgeben. Dann haben wir auch ein Quest-System und da können wir uns anschauen, was wir noch für Aufgaben haben. Und wir haben eine Aufgabe über einen Schaman. Das ist ein Gebäude und jetzt wollen wir diesen Schaman aufbauen. Und dafür müssen wir erstmal schauen, was es für Gebäude gibt bei diesem Wüstenfuchs, der hier rechts steht. Und da haben wir ihn auch schon, der Schaman. Dafür brauchen wir Gold und Federn. Dann suchen wir mal nach ein paar Federn. So, da haben wir jetzt die erste Feder, aber es reicht noch nicht ganz, wir brauchen noch eine zweite und da ist sie. Jetzt können wir den Schaman bauen. Es gibt verschiedene Gebäude und jedes Gebäude hat eine Rolle im Spiel und jetzt schauen wir uns mal an, was genau dieser Schaman macht. Genau, beim Schaman können wir unser Leben upgraden und unser Schaden. Und sind so etwas stärker. Im Kampf selbst haben wir auch eine Superattacke, die habt ihr hier kurz gesehen. Die laden wir auf, indem wir Gegner angreifen. Da ist unten rechts für der Button. Aber es gibt noch mehr zu entdecken. Und zwar, wenn wir auf unsere Quest schauen, haben wir eine Quest. Jetzt gehen wir die erstmal ab. Haben wir eine Quest für Bosse. Und dafür müssen wir auf die Bossinsel und müssen den ersten Boss besiegen. Die Bosse spawnen immer hier und hier haben wir jetzt die Chance, gegen den Boss zu kämpfen. Die sind etwas schwieriger als normale Gegner, aber den packen wir jetzt auch. Es gibt drei verschiedene Bosse und welcher spawnt ist random und nach jedem Boss, den man geschafft hat, ist der kommende Boss etwas stärker als der davor. So, jetzt gibt es ja auch noch den Altar. Der ist dafür da, dass wir Kaktusblumen in Gold verwandeln können. Da geben wir also die Kaktusflowers ab und dann bekommen wir etwas Gold dafür. Und wir haben auch gleich einen Freund gemacht, das ist der sogenannte Laffel. Der folgt uns und kämpft jetzt mit uns. Da greift jetzt den Gegner etwas an. Und jedes Gebäude, das man baut, spawnt mit einem Laffel. Sodass die Laffels einem Kampf helfen und man bekommt immer mehr und mehr Laffels. Die Luffels sammeln natürlich auch XP und werden stärker, je mehr sie kämpfen. So dass, wenn sie genug XP gesammelt haben, können wir sie upgraden und dann können wir zum Beispiel ihr Damage erhöhen.
Und es gibt noch ein Gebäude, die Kamelfarm. Erwartet man natürlich auch in einer Wüste. Da gibt es jetzt verschiedene Kamele und wir können jedem Kamel einen eigenen Namen geben. Und dann können wir das Kamel benutzen, um etwas schneller durch die Wüste zu reiten. Und ab geht's wieder in den Kampf. Kurz zum Team. Wir sind klein, wir sind nur zu zweit und wir arbeiten in Unity. Ich mache das Programmieren und meine Freundin macht die Art. Und das Spiel ist jetzt auch draußen auf Google Play, das könnt ihr euch holen, es kostet nichts und wir würden uns freuen über euer Feedback. Okay, das war's von Desert Explorer. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit dem nächsten Projekt. Moin und herzlich willkommen. Wir sind Mechanical Salad Games und möchten euch unser Abschlussprojekt Kai vorstellen. Wir sind Erik, Thomas und ich bin Gerrit. Und Erik war bei uns hauptsächlich fürs Programmieren zuständig, Leveldesign, Lighting hat er gemacht, VFX und Audio. Thomas war auch fürs Programmieren zuständig, hat Puzzle designed, Leveldesign gemacht, Shader und Animationen. Und Gerrit, der sich ums Charakterdesign, die 3D-Assets und 2D-Assets gekümmert hat. Als nächstes folgt noch ein kleiner Eindruck. Was ist Kai? Bei Kai handelt es sich um einen Singleplayer-Third-Person-Puzzler, bei dem man die Kontrolle über unseren menschlichen Charakter Doc übernimmt und mit Hilfe des Begleiters Kai die Rätsel, die dieser Gebäudekomplex einen auferlegt, lösen muss. Als nächstes folgt noch Erik, der uns ein kleines bisschen Gameplay zeigt. Wir haben den Auftrag erhalten, mit Doc irgendwie die Energieversorgung in diesem Komplex wiederherzustellen. Das machen wir über bestimmte Rätsel. Und mit Hilfe von Kai. In diesem Spiel gibt es keinen Zeitdruck, man kann also sich so viel Zeit lassen und herumschauen, wie man möchte. Es gibt auch die ein oder andere Sache zu entdecken. Und ich würde sagen, wir spielen das mal kurz und schauen uns das an. Wir müssen Kai auch navigieren. Genau, Doc kann, wie wir gerade gesehen haben, bestimmte Sachen verschieben, was Kai nicht kann. Deswegen müssen wir den Freak frei machen. Dafür kann Kai unter anderem bestimmte Sicherheitsmodule für uns übersetzen. Hier sind wir jetzt im Hacking-Rätsel und müssen das lösen, damit wir eben das Sicherheitsmodul erfolgreich bestehen. Und diese wiederum lösen dann andere Dinge aus. Kai dient hier praktisch als Interface zwischen der Spielwelt und dem Hauptcharakter und er übersetzt eben dieses System, sodass wir das als Mensch dann über Kai lösen können. Genau, hier hat sich jetzt eine Treppe quasi hochgefahren. Genau, diese Linien weisen uns auch öfter darauf hin, was ausgelöst wird, für diejenigen, die ein bisschen Hilfe brauchen. Genau, das Level ist absichtlich ein bisschen düster und kahl gehalten, es ist ruhig, aber auch eine bisschen bedrückende Stimmung, die unter anderem auch mit der Story zusammenhängt. Darüber erzählen wir euch aber nicht zu viel. Genau, Kai kann anscheinend den Ort erreichen. Ach, da hinten ist so ein kleiner Tunnel. Okay. Hier ist die nächste Treppe. Dann nehmen wir doch Kai mal wieder mit hoch. Sehe ich schon, da ist das nächste Hacking-Modul. Da ist ein kleiner Roboter. Er fliegt so schnell er kann. Manchmal auch gern gegen die Wand, weil er so schnell ist. Genau, wir lösen hier das nächste Rätsel. Und wie wir an den Linien schon erkennen konnten, öffnet es uns die Tür nebenan.
wenn wir in den nächsten Raum kommen. Diese Rätsel werden im Spielverlauf immer schwerer. Das ist noch so ein bisschen dieser Intro-Bereich und hier lernt der Spieler noch so ein bisschen die Mechaniken kennen. Ach, hier haben wir so einen magnetischen Würfel und so einen Abgrund. Dieser magnetische Würfel zieht quasi diese Plattformen in diesem Abgrund an und kann uns einen Weg darüber bahnen. Das einzige Problem ist, magnetische Würfel verträgt Kai nicht so gut, weswegen er hier nicht in die Nähe kommen darf. Können Sie mal versuchen. Kai, geh mal hier rüber. Oh, da ist er ganz schnell weg. Das mag er nicht. Wir schicken ihn lieber auf die andere Seite, denn da brauchen wir ihn gleich. Er muss nämlich für uns hier den Weg freimachen. Dann gibt es hier den Schalter. Kann Kai auslösen. Hier ist eine Plattform. Ach, hier ist ja auch der andere Schalter dafür. Genau, Doc kann eben Kai aus der Ferne navigieren und ihn zu den Stellen führen, wo er uns den Weg freischalten kann. Und wir können dann eben so weiterkommen. Ja. In jedem Level gibt es so eine Hauptkammer, die wir hier zum Beispiel sehen. Die ist dazu da, dass wir die Energieversorgung für den Kern letztendlich, also für das Hauptgebäude, wiederherstellen. Das schaffen wir auch nur mit Hilfe zum Beispiel von Kai. Kai muss für uns hier die Energieversorgung kurzzeitig generieren. Das kann er leider nur ein paar Sekunden lang. Und diese Zeit können wir schauen, wie wir dieses Rätsel hier lösen. Okay, hier kommen quasi solche Laser und werden reflektiert. Und ich nehme an, der Laser muss davon rein. Nee, den wollen wir nicht verschieben. Als Spieler muss man jetzt eben einfach dieses Puzzle lösen und mit diesen Würfeln den Laser in die richtige Richtung lenken. Ah, jetzt hat sich auch die Tür geöffnet. Genau, und dieses Modul hier ist angegangen, das ist quasi so eine Art Laser Bridge, die wiederum die Energie zu dem Kern weiterleitet, worüber wir jetzt über die Treppe in das Kerngebäude kommen würden. An der Stelle würden wir das Gameplay hier beenden, damit wir euch noch ein bisschen was übrig lassen. Und ihr könnt uns gern auf itch.io besuchen oder auf Discord Feedback hinterlassen. Und ansonsten danken wir für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Herzlich willkommen, wir sind Studio Tatzelwurm und wir sind heute hier, um euch unser Spiel Bethiel vorzustellen. Bethiel war für uns am Anfang nur ein Wort, ein Synonym fürs Unbekannte. Erst mit der Zeit wurde uns klar, welches Spiel sich dahinter versteckte und wie wir Neugierde zu unserem Kernelement machen können. Der Drang zum Erforschen ist immer begleitet von der Angst zum Unbekannten. Gefahren lauern hinter jeder Ecke. Mit Bethiel haben wir versucht, eben dieses Gefühl im Spieler zu wecken. Für uns war Bethiel immer ein Spiel, das durch seine visuellen Charme Spieler neugierig machen soll, mehr von dieser Welt zu erforschen. Und belohnt wird diese Neugierde durch das immersive Erleben kleiner Geschichten. Jedes Theorem hat seine eigene kleine Handlung und durch Änderung des Blickwinkels öffnen sich neue Dinge. Es liegt am Spieler, all diese Brotkrümeln aufzusammeln und in seinem Kopf zu einer kohärenten Geschichte zu formen, welche die Frage, was ist hier eigentlich passiert, beantwortet. Bethiel spielt in einer düsteren Fantasy-Welt und alles darin dreht sich um einen nahezu bodenlosen Abgrund. Die Menschen, die dort leben, wissen nicht genau, warum die Erde aufgerissen ist, und der Gedanke war, dass SpielerInnen
sich immer weiter nach unten bewegen können und nach herausfinden, was genau in dieser Welt vorgefallen ist. Unsere Demo spielt in einem Abschnitt, den wir das Spore Biome nennen. Das ist einer von theoretisch mehreren unterschiedlichen Abschnitten in Bethiel, in denen jeweils andere Wesen anzutreffen sind, andere Leute und unterschiedlichste Geschichten zu entdecken sind. Uns war es von Anfang an wichtig, dass Bethiel seine eigene visuelle Identität bekommt und sich damit klar von anderen Spielen abhebt. Für unseren Wie-gemalt-Effekt, den wir für Bethiel verwenden, nutzen wir eine Optimierung des Kuwahara-Filters, welcher auf einem Paper von Jean-Éric Rupentis basiert. Und das finale Resultat macht sich durchaus in der Qualität bemerkbar. Von 3D-Seite war unser Ziel, einen Weg zu finden, wie wir Dioramen möglichst effektiv bauen können. Deswegen haben wir für einen Workflow entschieden, in dem wir die meisten Assets in mehreren Dioramen verwenden können. Das heißt, wenn wir eine neue Diorama bauen, wir müssen nicht alle Assets extra neu erzeugen. Also im Prinzip, in unseren Dioramen, es gibt ja spezielle Assets, die man speziell für das Diorama ist. Und es gibt Teile, die andere Teile, die sind Assets, die man in anderen Dioramen auch finden kann. Das ist ja die Assets wie zum Beispiel Pflanzen oder Steine. Deswegen für Environment benutzen wir dieses modulare Asset-System. Dieselbe Flexibilität haben wir auch auf die Charaktere angewandt, indem wir durch ein simples Skeleton die Charaktere sehr einfach in Pose bringen können. Durch die einzelnen Szenen mit den verschiedenen Kameraeinstellungen lassen sich dann die Dioramen lebendiger darstellen und den Textinhalten wird auch mehr Kraft verliehen, weil man sie eben auch visuell widerspiegeln kann. 3D-Assets zu produzieren braucht auch generell einen guten Austausch mit dem Concept Artist. Es gibt Fragen zu klären, wie beispielsweise, was für ein Material hat das Objekt, wie sehen die Details aus oder wie groß ist das Objekt. Das ist alles notwendig, damit wir eben effektiv Assets produzieren können. Am Ende haben wir nämlich als 3D-Artist die Aufgabe, die Vorlagen aus dem Konzept möglichst genau umzusetzen. Für mich als Concept Artist gibt es eigentlich keine spannendere Aufgabe, als eine neue, unbekannte Welt von Grund auf zu entwerfen. Sich zu fragen, welche Leute leben denn dort eigentlich? Wie leben sie? Wie sehen sie aus? Und was macht Bethiel so einzigartig? Wie sehen die Wesen aus, die in dieser Schlucht leben? Wie haben sie sich an dieses Leben in der Tiefe angepasst? Und wie schafft man Elemente, die diese Wesen so miteinander verbinden, dass es wirkt, als wären sie alle Teil einer lebendigen Welt? Manchmal sind das dann ganz kleine Dinge, wie die Pilzstrukturen, die sich in den Tieren wiederfinden. Wie schon erwähnt, geht es in Bethiel um Neugier. Man dreht sich um das Dioramen herum und versucht herauszufinden, was es erzählt oder was hier geschehen ist. Und dafür interagiert man dann mit den Dingen, die man dort findet. Und meist ist dies auch mit Entscheidungen verbunden. Ziehe ich zum Beispiel das Messer heraus, was da im Baum steckt, oder lasse ich es stecken, oder ramme ich es vielleicht aus irgendeinem Grund noch tiefer in die Pflanze hinein. Außerdem kostet es, egal was man untersucht, Zeit. Und die ist begrenzt. Geht die Zeit nämlich aus, bevor man wieder in Sicherheit ist, dann ist das Spiel vorbei. Manche Entscheidungen sind besonders schwierig oder sogar gefährlich. In diesem Fall entscheiden die Charakterwerte, aber auch der Zufall, ob man was verliert oder wie viel man verliert. Die Werte des Charakters bestimmen, wie viele und welche Würfel gewürfelt werden. Und erwürfelt man dann genug Erfolge, dann hat man die Herausforderung überwunden. Hat man noch nicht genug, kann man es erneut probieren. Das kostet dann aber auch erneut Zeit. Und würfelt man während so einer Herausforderung zu viele Misserfolge, dann korrumpiert der Charakter ein Stück mehr. Er wird zum Beispiel ein bisschen wahnsinniger. Und dadurch werden dann manche Pfade versperrt, aber im Gegenzug sollen auch neue Pfade eröffnet werden. Und letztendlich kann der Charakter dabei auch sterben.
Ja, wir hoffen, diese Vorstellung hat euch neugierig gemacht. Wenn ihr unser Spiel selber ausprobieren wollt, könnt ihr das gerne auf itch.io herunterladen. Und damit sagen wir danke fürs Zuschauen. Moin! Wir sind das Team von Overleap. Ich bin Carsten und habe mich bei uns mit allem beschäftigt, was mit der Programmierung zu tun hat. Hi, ich bin Max und ich habe mich bei uns mit dem Level Design beschäftigt, habe das Environment konzipiert und in 3D umgesetzt. Moin, ich bin Albert und ich habe bei uns die Charaktere gemacht, sowohl die 2D-Konzepte als auch die 3D-Modelle. Und meine Stimme werdet ihr auch gleich wieder hören, wenn wir über die Welt von Overleap reden, die Monster und die Items. Viel Spaß! Was ist Overleap? Overleap ist ein 3D-Action-Roguelike, bei dem du dich als Neonjäger auf eine Reise durch lang vergessene Orte begibst. Du bist auf der Suche nach dem verschollenen Relikt und kämpfst dich dabei durch Horden von mutierten Wesen. Durch das Kämpfen benetzt du die menschenverlassene Welt mit deren Neon. Neon? Alles in Overleap dreht sich um dieses Neon. Es ist eine blutartige Flüssigkeit, welche dich, deine Gegner und auch sonst sämtliches Leben mit Energie versorgt. Während des Spiels sammelst du es in deinem Collector, um dich zu heilen, deine Ausrüstung zu verbessern oder den Weg in neue Gebiete freizuschalten. Die Welt von Overleap ist eine, die ihre besten Tage schon lange hinter sich hat. Früher wurde hier Neon auf verantwortungsvolle Weise gewonnen, aber die Gier nach der mächtigen Essenz brachte die Menschen dazu, ihre Welt aufs Gröbste auszubeuten, ungeachtet jeglicher Konsequenzen. Diese Ignoranz riss schließlich sämtliche Flora und Fauna ihrer Welt ins Verderben. Am meisten schadeten die Menschen jedoch sich selbst. Die Sucht nach dem Neon führte fast zur eigenen Ausrottung. Doch die Welt überlebte und passte sich den Umständen an. Mit ungehindertem Zugang zum Neon wucherten die Pflanzen ungestört über die Bauten. Die Tiere verwendeten die verbliebene Technik, um sich weiterzuentwickeln, wurden aber teilweise auch verrückt von dem Neon. Und so entstanden die furchteinflößenden Wesen, die dir auf deinem Weg, das letzte Relikt zu finden, nun begegnen. Du spielst den Hunter Stan, der die Mission hat, die Tür am Ende der Arena zu öffnen. Damit die uralten Steinwände sich bewegen, musst du genug Neon einsammeln und zur Tür bringen. Das Neon dafür bekommst du aus dem Kampf gegen die Monster. Wie du das Neon einsammeln und nutzen kannst, zeige ich später. Erstmal kommt der Kampf. Hier begegnen wir dem ersten Gegner. Es ist der Snapper. Es ist ein goblinartiger Mutant, der total verrückt nach deinem Neon geworden ist. Er greift üblicherweise in einer Gruppe von drei Snappern an. Der Snapper beißt den Spieler mit seinem riesigen Stahlkäfer. Wenn er weiter weg ist, baut er einen langen Sprungangriff auf und schmeißt sich wie ein Projektil auf den Spieler. Der zweite Gegner ist der Spike, welcher hier auf uns zugerollt kommt. Man könnte sagen, es ist pures Neon in Zellform. Denn es ist ein hyperaggressiver Blob, der auf seinem Weg jeden herumliegenden Metallschrott in sich aufnimmt. Bei einem normalen Angriff schießt der Spike diesen Schrott um sich herum heraus. Als ultimativer Angriff verabschiedet sich der Spike in einer kamikazeartigen Explosion. Es ist ein leichter Gegner, der schnell zu töten ist. Jedoch sollte man ihn töten, bevor er sich bis zum Ende aufbläst und explodiert. Der dritte Gegner ist der Cutter, welcher zu den schwierigen Gegnern zählt. Diese mutierte Riesenwanze hat es geschafft, herumliegende Metallplatten als Panzer anzulegen. Man kann den Cutter also nicht von oben beschädigen, da der Panzer den Körper darunter schützt. Um ihn zu besiegen, musst du also einen Weg finden, den Cutter an der Schwachstelle zu verletzen. Normalerweise ist es eine harmlose Kreatur, wenn du jedoch zu nah kommst, wird er versuchen, dich zu töten. Dafür baut er einen Rollangriff auf der Stelle auf. Sobald er genug Drehung aufgebaut hat, schießt er auf dich zu, auch um Kurven. Der Trick ist, wenn du den Winkel scharf genug aufbaust, verliert der Cutter am Ende sein Gleichgewicht, fällt um und wird für eine kurze Zeit verletzlich. Der letzte Gegner im Vertical Slice ist der Spitter, der stärkste Gegner. Es ist eine Pflanze, die aus ausgelaufenen Neonbatterien Zugang zum Neon bekommen hat und mutiert ist. Er zieht es hoch bis in den Kopf, wo das Neon im Mund der Blüte brodelt. Der Spitter wird sich in drei Wegen verteidigen und angreifen. Erstens ein Projektilschuss, bei dem er das Neon in eine Richtung spuckt. Zweitens ein Nahangriff, bei dem er seinen neongefüllten Kopf um sich wirbelt. Und drittens ein Artillerieangriff, bei dem er das Neon in die Luft spuckt, damit es dann auf den Spieler hinuntersplasht.
Der letzte wichtige Teil des Gameplays sind die Items. Diese wählst du natürlich sorgfältig aus, um den steigenden Monsterstufen gerecht zu werden. Der Container auf deinem Rücken wird durch das Einsammeln von Neon gefüllt. Dein gesammeltes Neon wirst du auch am unteren Bildschirmrand durch die 5 Kugeln symbolisiert sehen. Ist eine Kugel voll, so besitzt du einen sogenannten Neon-Quant und kannst ihn im Spielverlauf verwenden. Du kannst sie wie Münzen ausgeben, zum Beispiel an der Neon-Schmiede, um Items zu bekommen, oder an der großen Tür, um deinem Ziel einen Schritt näher zu kommen. An der Schmiede kannst du wählen, wie viele Neon-Quants du in die Herstellung von einem Item stecken möchtest. Investierst du nur wenig Neon, erhältst du nur eine Auswahl von einfachen Items. Je mehr du in den Schmiedeprozess investierst, desto höher sind deine Chancen, um seltenere Items zu bekommen, die auch einzigartige Effekte haben. Jedes Item lässt sich beliebig oft in dein Inventar hinzufügen, wodurch dessen Fähigkeit immer weiter verstärkt wird. Zum jetzigen Stand erwarten dich 25 Items, davon 9, die nur grundlegende Attribute verändern, wie zum Beispiel mehr Schaden, kritische Trefferchance, maximale HP. Alle anderen Items besitzen einzigartige Effekte, wie beispielsweise, dass du beim Treffen eines Gegners einen Neon-Kettenblitz herbeirufen kannst, welcher von Monster zu Monster springt. Oder das Verwandeln des herumliegenden Neons der Gegner in ätzende Säure, welche durchgehend den Gegnern Schaden erteilt. Oder, dass nach jedem Tod eines Gegners ein fliegender Neon-Shard aufsteigt und auf ein weiteres Monster hinzuschießt. Oder, du kannst dich auch um deine Verteidigung kümmern, um nicht plötzlich deinen Run zu verlieren. Mit diesem Item erhältst du beispielsweise weniger Schaden pro gegnerischem Angriff. Oder, hol dir einfach dieses Item, womit du dein Leben zwar halbierst, aber deinen Schaden verdoppelst. Es gibt noch viele weitere Items. Finde die besten Kombinationen, um die Gegnermonsterwellen zu überleben und die Tür zur nächsten Etappe zu öffnen. Zuletzt seht ihr ein Beispiel, wie euer Run aussehen könnte. Viel Spaß beim Selberspielen! Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und wenn ihr mehr sehen wollt, schaut auf unserer Itch-Page vorbei und ladet das Spiel herunter und spielt es selber. Tschüss! Tschüss. Wow, das war richtig schön. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war Display, die Abschlusspräsentation des Games Masters Hamburg 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Kommt auch gerne noch jetzt zu uns in den Game City Online Hub. Da besteht die Möglichkeit, viele der heute gezeigten Spiele selbst auszuprobieren, sich mit den studentischen Teams auszutauschen und virtuell auf das Erreichte anzustoßen, noch ein bisschen zu feiern. Einen großen Dank an dieser Stelle auch an die Game City Hamburg für die Bereitstellung des Hubs. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns geholfen habt, dass ihr jetzt eingeschaltet habt. Mein Name ist Luis Baldes und im Namen des gesamten Games Master Teams sage ich Tschüss, bis gleich, beziehungsweise bis zum nächsten Mal. Ciao!